Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Call of Duty Kampagne. Wir sind jetzt eigentlich relativ mitten in der Mission schon, beziehungsweise haben die erste Filmsequenz schon in der letzten Folge gesehen. Deshalb werden wir ab dem Zeitpunkt jetzt weitermachen. Ich habe es extra schon mal vorlaufen lassen, russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Damit wir das nicht normal sehen müssen, weil die ja relativ lang war. Das wird sie aufscheuchen. Wir sind jetzt, glaube ich, hier in irgendeinem Tunnel unten, unter der Stadt. Wenn ich dir das gefallen würde, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem lasst doch gerne mal einen Kommentar und eine Bewertung da. Das ist eine Bombe mitnehmen. Okay. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Jetzt geht's nach oben in die Stadt. Hier, Alex. So, jetzt müssen wir hier einen Schal anziehen. Ich hatte auch Teile von dieser Mission tatsächlich schon in Benchmarks und allem so gesehen. Ist relativ beliebt, glaube ich, die Mission. Für Benchmarks eben halt. Tarek, wie sieht's aus? Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Habe ich schon gemacht. Komm mit. Oh Gott, sind hier viele Soldaten in der russischen Armee. Barkows Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng. Ihre Offiziere kommen. Hier wollen wir aber auch nicht leben. Alles zerstört, überall Soldaten. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? Bestrafung. Männer in die Arbeitsreihe! Frauen zu einer zur Wehr sitzt. Wir müssen jetzt hier trennen wir uns. Den Betonklotz nehmen. Folgt jetzt einfach mal hier den ganzen Arbeitern, bei Männern, hier auch die Steinklötze mitnehmen. Die auch Zugriff sagen können, aber wäre, glaube ich, unvorteilhaft gewesen. Das war's mit dem. Schalt ihn aus. Versteck deine Waffe. Hilfe! Hilfe! Okay, wir sollen da gar nicht mit der Waffe rangehen, sondern tatsächlich einfach nur abstechen. Du bist erfinderisch. Gut. Los. Jetzt sehr viel ohne Waffen bisher. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Wir sind schon mit den nächsten Soldaten. Mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkows Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Müssen Schalldämpfer finden. Er dämpft den Schall deiner Waffe. Ein Ölfilter. Sucht Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Ja, suchen. Und da haben wir tatsächlich schon Ölfilter. Das sollte funktionieren. Gut, geh zurück und nimm die rechte. Sehr interessant, das als Schalldämpfer zu benutzen. Geh um den Laster herum. Rechte Seite. Du kriegst zwei. Ich nehme den rechten. Ja, ich habe zwei bekommen. Aber sie hat nicht ganz gut gearbeitet. Naja, passt. Bleib von der Tür weg. Könnt ihr abschießen? Okay. Sicher. Von der Prezi. Easy. Sorry wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod war nicht. Ich lock mal wieder meine Waffe weg. Ich frage mich, was sie dann im Rucksack drin hat. Das ist nicht so gut. Was soll das? Bitte, sie ist nur verrückt. Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an.
Na los, gehen wir. Seht ihr? Das ist ein Gottverdammter. Darum darf man sich gar nicht kümmern. Es sind die Terroristen, die für unseren Schmerz verantwortlich sind. Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Hier die Treppe noch wahrscheinlich hoch. Und vielleicht von oben abzuschießen. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen auf der Basis kommen. Was uns ein anderes Fenster verschafft. Sollen wir die abschießen? Ja, bring deine Sprengsätze an den Helis an. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls ihre Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir soll ich dahin? Dann hier. Was ist hier noch? Visier montieren? Bitte gar nicht. Bei Christen. Was sollen wir jetzt hier machen? Ich muss, glaube ich, nochmal für diese eine Option eine Tastenbelegung machen, weil ich die gar nicht so eingestellt habe. Missionsfähigkeit. Nee, das müsste das nicht sein. Irgendeine Tastenbelegung muss das ja sein, die zurzeit nicht belegt ist. Aber ich sehe die hier gar nicht. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man das, was ich da ausrüsten soll. Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ziele anzeigen, doch hier. Und das auf 7. Und hier 8 vielleicht. So, dann haben wir das. Kommen wir da hoch, ist da natürlich die erste Frage. Hier wahrscheinlich nicht. Da hinten waren wir ja schon hochgegangen. Also ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Wie kommt man da hoch? Hier ist noch eine Treppe. Ja. G. Bruder, was sollen ich hier machen? Ja, ich weiß, dass man da oben hin soll. Irgendwie. Also war's. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen. Ah, okay, wir sollen die Waffen. Die Wachen einfach ausschalten. So, jetzt sind wir schon etwas weiter. So, jetzt sind wir schon etwas weiter. Was hatte ich hier noch? Betonklotz. Ne, brauche ich aber eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt hier nur einmal nach oben gehen. Da hinten. So, jetzt sind wir schon deutlich näher daran. Aber ich glaube, wir müssen noch etwas höher. Zwei erledigt. Du weißt, was zu tun ist. Da ist noch einer. Okay, jetzt haben wir alles hier. Ladung platziert. Es gibt eine höllische Ablenkung. Das ist der Plan. Und jetzt rüber zum nächsten Helikopter. Hier schnell rüber. Und es werden wahrscheinlich natürlich oben wieder. Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Behaltet die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung wird direkt beseitigt. What the?
Da wurde ich jetzt erstmal komplett erschrocken. Ja, welche Treppe ist natürlich... Wenn die sagen, nimm die Treppe und dann sagen, Vorsicht, da ist eine Wache oben an der Treppe. Oh. Puh. Nice. Beide Sprengladungen platziert. Sollen die Zenten dahin? Na, soll es jetzt weitergehen? Hat es länger gedauert, aber passt so. Das war effektiv. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Okay. Na, abgesehen mal davon, dass da oben gar keine Gegner waren, ist das schon ein bisschen unnötig, dass sie da sind. Den lasse ich nehmen. Bleib nah dran. Du hast die alarmiert. Wer war denn unterwegs? Oh. Die Mission ist krass. Die nehmen wir runter. Vor allem auch krass schwierig. Da kommen noch mehr. Bleib nah dran. Diesmal sollte ich sie aber nicht alarmiert haben. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Wie großzügig von dir. Abschiedsgeschenk. Ich glaube, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Jetzt schön schnell weg. Die nächste Straße führt uns zurück zu den Tunneln unter Tareks Haus. Also ich kann gar nicht so schnell laufen. Oh, 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 oh. Warum kann die denn schneller sprinten als ich? Fahrer, was zur Hölle ist das? Runter. Naja, wenn hier so viele Menschen schon rumliegen, dann fällt es auch nicht auf. Erstmal vorbeilaufen lassen. Rein theoretisch, wenn jetzt hinter uns noch welche wären, könnten wir uns natürlich auch instant erst schon sehen. Ich bin soweit. Schieß auf die zwei links. Schön kleiner Überfall. Gute Arbeit. Geh jetzt wahrscheinlich hoch. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Da, Verstärkung vom Luftstützpunkt. Unser Plan geht auf. Alter, sind es viele Helis. Stopp! Scheiße! Tareks Tür ist offen. Wo ist Tarek? Puh. Tot. Er würde niemals seinen Posten verlassen. Dann los. Tja, das war's. Ist auch so, hier muss man einfach Tode hinnehmen. Gehen wir runter zu Hadir. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Das war ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan.
Ist jetzt die Mission vorbei? Oder Spiel fortsetzen. Kommt noch was? Die nächste Mission jetzt wahrscheinlich. Du bist jetzt in meinem Haus, Alex. Hab mich bei Barkovs Basis eingerichtet. Erhalte die Bastarde im Auge. Freunde nah, Feinde näher. Also ich denke mal, hier werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Mission weitermachen. Denn das, denke ich mal, ist jetzt das Ende von dieser Mission. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich, wie gesagt, riesig über ein Like etc. freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Jetzt, wie gesagt, nach dieser kleinen Sequenz noch. Genau. Wie gesagt, bis zum nächsten Video. Ciao.